Hi Leute. Mahlzeit. Ich begrüße euch hier auf Vipers Meerwasser zu einer neuen Folge Meerwasser für Anfänger. Heute geht es sich um die Ocean Motion oder wie ich jetzt mal so pauschal sagen könnte, Basteln für Anfänger. Wir haben hier ein Set Ocean Motion liegen und zwar, wir haben auch nur eine Strömungspumpe, die wir im Endeffekt da dran hängen wollen. Wollen wir schauen, ob das im Endeffekt ausreicht. Normalerweise wird grundsätzlich immer gesagt, es sollten immer zwei gegenläufige Sachen da sein. Einerseits haben wir das ja, weil wir ja durch die Rückförderung auch eine gewisse Grundströmung reinkriegen. Die Katze macht schon wieder einen hier auf. Ja, wir versuchen das jetzt erstmal mit einer Ocean Motion. Wie das Ganze zusammenzubauen bzw. exakt einzustellen und in Funktion zu bringen ist, da gibt es ein entsprechendes Video zu, habe ich schon mal abgedreht, blende ich euch mit ein, steht aber auch unten in der Infobox. Ja, wenn wir uns ein Set bestellen, müssen wir als allererstes schauen, was haben wir für eine Pumpe, weil danach werden die entsprechenden Pumpenhalterungen im Prinzip zusammengestellt. Hier haben wir die Halterung für die Smart Drift von Aquamedic. Hier haben wir noch einen entsprechenden Strudelschutz. Das ist bei dieser Pumpenart, ob das jetzt die Smart Drift ist oder die Jibaus in dieser Bauart, die haben die Problematik, je weiter die nach oben kommen, dann können die schon mal von oben Luft ziehen. Und dieser Strudelschutz verhindert halt, dass dann dementsprechend von oben Luft gezogen wird. Zusätzlich haben wir jetzt hier auch, das ist auch etwas neuer jetzt, dass wir den Winkel verändern können. Vorher konnte man sich, also als ich das Ganze damals installiert habe, seht ihr aber dann auch in dem Video, gab es nur feste Winkel, die man halt mit eingebaut hat. Hier haben wir jetzt einen verstellbaren Winkel, es ist auch ein festeres Material mittlerweile gedruckt worden. Also es entwickelt sich weiter, definitiv. Man muss aber auch dazu sagen, dass es auch alles sehr, sehr hochwertig ist. Ja, bedenkt, dass es aus dem 3D-Drucker kommt. Ist schon geil. Ist das erste Mal, dass ich überhaupt was sehe aus dem 3D-Drucker. Ist cool. Ja. Abgemessen habe ich jetzt im Endeffekt hinten, dass die Pumpe auf 18 cm Höhe im Moment ist. Sprich von der Oberkante Glas. Sprich hier von der Kante bis Mitte von diesem Halter müssen wir jetzt gleich 18 cm haben. Das Gerät selber hier ist mit entsprechenden Schrauben verbunden. Das hier ist jetzt die Aufsatzhalterung für Poolbecken. Hey. Wir hatten leider Gottes die falsche bestellt, beziehungsweise ist in der Kommunikation untergegangen. Da kam diese Halterung mit montiert. Das ist die Halterung für Becken mit Stegen. Ja, da kommt im Prinzip der Steg hier rein. Die Pumpe hängt hier vorne dran, beziehungsweise die Dreheinheit. Und ja, deshalb kommt das Video jetzt erst, weil wir das Ganze noch nachbestellen mussten. Unser Fehler, wahrscheinlich, oder auch nicht, egal. Es ist jetzt da und ja, wir bekommen die Dreheinheit, die Halterung, die entsprechende Halterung für die Pumpe. Wir haben den Controller hier, ein Netzteil und dann dementsprechend das Rohr, was wir dann uns noch zuschneiden müssen. Wir haben jetzt unter anderem hier auch noch PVC-Kleber. Also der ist definitiv dabei und ein kleines Pinselchen, wenn wir das Ganze verkleben wollen. Will ich aber nicht. Genau. Weil es teilweise besser ist, auch gerade im Anfang, das Ganze, also hier mit der Hülse geht es so, die ist so fest drauf, da braucht man nicht kleben, da braucht man auch nichts extra drum zu machen. Aber wenn man das Ganze sich noch nicht hundertprozentig sicher ist, ist das jetzt die richtige Höhe, fängt man am besten an und lässt es ein bisschen länger, also nicht kürzer abschneiden, wie man braucht, sondern länger. Dreimal abgeschnitten, noch zu kurz. Ja. Und kann dann jetzt hier, da seht ihr, das ist ein bisschen locker. Das müsste eigentlich jetzt geklebt werden, aber das können wir dann jetzt mit dem Teflonband hier, was auch vollkommen problemlos ist, hier unten drum wickeln, mehrfach. Und das dann hier reinbringen, unter Druck. Dann haben wir die entsprechende Festigkeit und das ist fest, okay, das kann man jetzt abschneiden, weil es dann nicht ganz so hübsch ist. Oder das Ganze im Vorfeld ein bisschen weiter tiefer setzen. Aber dann kann man erstmal testen, ist das die richtige Höhe, die ich tatsächlich brauche oder nicht. Das ist ganz wichtig. Gut, ja, fangen wir im Prinzip mal an. Ihr seht, hier liegt schon wieder jede Menge Werkzeug am Tisch. Das machen wir jetzt mal ab, weil wir es nicht brauchen an der Stelle.
Wie gesagt, ich habe abgemessen 18 cm ab Oberkante Aquarium bis Pumpenmitte. Heißt, diese Auflage plus die hier, da setzen wir direkt mal das Sicherungsschräubchen dazwischen, wo haben wir es da? Und ist natürlich auch alles aus Kunststoff. Genau, wenn das jetzt das richtige Sicherungsschräubchen gewesen wäre. Es ist also hier im gesamten Bereich ist kein Metall verbaut. Denn ich habe eben die Frage gestellt, warum diese Schraube, genau. Wofür? Ja, ganz einfach. Das ist tatsächlich zur Halterung von dem Controller. Ne? Das können wir uns aussuchen. Wir haben also die Möglichkeit, hier den Controller einmal per Schraube in den Schrank zu bringen. Oder es ist auch dabei, Klettband für die ganz Faulen, und das sind wir natürlich, ja. draufkleben an die Wand. Und dann kann man den Controller auch mal abnehmen, wenn es sein muss. So, jetzt brauchen wir die 18 cm bis Mitte Pumpe. Wenn man die Frau dann sagt, das sind 18 cm, ne? Ach nee, 20 waren es, ne? So, bis Mitte Pumpe. Das machen wir Pi mal Auge, weil es kommt da jetzt nicht auf einen Zentimeter an. Und da müssten wir einmal abschneiden. Hat sich übrigens gelohnt, der Kauf hiervon. Und 20 Euro. Und große Schweinerei. So. Und jetzt haben wir sogar den Vorteil, das Röhrchen hier ist im Vergleich zum anderen noch länger. Wenn wir jetzt natürlich jetzt hingehen und das verkleben würden, wäre uns das Ganze relativ egal. Aber da wir nicht verkleben, sondern das Ganze mit Teflonband jetzt umwickeln, vielleicht diesmal so, wie es sein soll. Nicht so auf der Hälfte hier. Was natürlich bei dem ganzen Ding auch cool ist, dass das alles in Deutschland produziert ist. Das sowieso, ja. Das ist ein deutsches Produkt vom Andy Bauer. Direkter Support. Das auch, ganz, ganz wichtig. So, jetzt müssen wir natürlich gucken, wo ist vorne, wo ist hinten. Jetzt bin ich gerade selber ein bisschen überfordert. Das ist vorne. Das ist vorne, muss dann dementsprechend auch so draufgesetzt werden. So. Kleines bisschen sieht man das noch. Also wenn das dann die richtige Höhe hat, kann man das entsprechend anschließend rausnehmen und festkleben, wenn man das möchte. Gut, das wäre schon mal die Grundkonstruktion hier. Und so können wir es eigentlich auch schon am Becken ohne Probleme montieren. Der Strudelschutz kommt später dran, sobald die Pumpe drin ist. Bei der Pumpe ist es auch wichtig, dass dementsprechend die richtig rum eingesetzt wird. Entsprechende Info gibt es dazu in meinem Video, wie rum die einzusetzen ist. Nicht zu sehr das Ganze auseinander dehnen und von unten einsetzen oder so, sondern brechen die Daumen auseinander, die Schenkel hier auseinander. Pumpe einsetzen, dann wird der Strudelschutz von hinten drauf gesetzt, weil hier oben eine Auskerbung für das Kabel ist. Und dann werden wir eine schöne lange Schlaufe legen, damit das Kabel nicht bricht, so wie ich das schon wieder verursacht habe letzten Mal. Hier oben dann befestigen. Und anschließend verlegen wir die Kabel dann zum Controller hin, Controller anschließen und dann verbinden wir uns per WLAN direkt auf den Controller, der hat ein eigenes Netzwerk und stellen uns die Bewegung ein. Gut, machen wir erstmal. Aufgepackt, handfest anziehen das Ganze. Wie gesagt, das sind Plastikschrauben, Kunststoff. So und so sieht das Ganze da jetzt aus, das Monster. Das setzen wir jetzt im Prinzip hier oben drauf. Jetzt müssen wir die Schrauben hier auf der Vorderseite noch ein bisschen anziehen. Wir haben die extra von innen machen wir das, damit wir mit der Pumpe ein bisschen weiter rauskommen. Denn ich habe den Wunsch, machen wir so einen Rumpf hinten an? Ja, ja, war jetzt nur zum Testen. Die Einheit an die Rückwand zu packen.
wenn das funktioniert. Wenn das alles so funktioniert, wie wir uns das wünschen oder ich mir wünsche. Der positive Nebeneffekt von dem ganzen Gerät ist auch noch, dass meine Schnecken da nicht mehr drankommen. Nicht mehr drankommen. Und nachts dann Party dran machen. Wir müssen gleich unten das Kabel noch ein kleines bisschen länger machen, sonst können wir die große Schlaufe nicht legen. Ja. So, das hier mal auf. Das soll man machen. Nee, ist nicht einfach noch die Schlaufe, ist nicht. Hast du nicht. Was denn? Kabelbinder? Doch, klar, hab ich. Hast du die mitgebracht? Von Kriegen? Nee, nicht die. Die Original. Ach, die meinst du? Obwohl, die Schlaufe ist lange noch hier. Ja, weil da alles bloß drin. Ja. Die Schlaufe muss dementsprechend etwas länger sein, größer sein, damit das Kabel ohne Probleme mitgehen kann. Ich hatte den Fehler gemacht, habe das Kabel an die Pumpe selber dran gemacht. Und dementsprechend ist das Ganze öfters geknickt worden oder zu eng geknickt worden und somit ist ein Kabelbruch entstanden. Und genau das wollen wir jetzt hier vermeiden. Ne, kommst du. Mehr. Aber blöd gefragt jetzt. Kann man nicht tatsächlich auch eine Strömung dadurch erzeugen, dass man ein paar Sekunden gegen das Glas? Ja. Ne? Durch eine Zange gehen? Nee, brauchst du ein paar Zangenchen. Ist tatsächlich dadurch, dass wir es jetzt eben montiert haben, etwas schwieriger. Aber so kommt ich hätte im Moment. Nee, das geht, ist fest. Ja? Ist fest. Noch anfällt oder? Nee, das reicht. Ja? Es wird. Noch ein Kabelbinder. Die habe ich auch noch fest hier an der anderen kleinen Zange, wenn man die Seiten schneidet oder sowas. Schwerer. Noch dreimal abgeschnitten. Noch zu kurz. Ja. Ich war letzte Woche noch im Baumarkt und wollte eigentlich schon meine Nadel mitnehmen, aber mein kleiner Hirn hat es weg. Schon wieder am IV. Ja. Da muss ich wieder den Schlauch rausfallen. So, damit die Schlaufe wieder groß genug ist. Dann ist die Schere, dann schneide ich mal ein Kabel durch. Einmal. Das ist jetzt das Controller-Kabel. Mhm. Soll ich es auch schon mal anschließen? Also erstmal unten an. Ja. Tja, wo sitzt du sich hin? Ja, da rechts daneben. Ich bin schnell zum Aufbauen und stehen. Das Doppelzieher-Klapptor. Genau. Okay, den Fett. Ja. Anschluss an die Ocean Motion selber. Wir nehmen da jetzt einen Haken, nehmen wir die OM1, also auf der ersten Position. Und hier sind drei entsprechende Kontakte. Leicht ansetzen, bis es reingleitet. Genau. Und dann handfest verbinden. Fertig ist die Kiste. Hinten drauf, das muss trocken sein. Der Stecker hinten drin. Praktisch, dass man das abnehmen kann, ne? Ja. So ein Klettband hat Vorteile.
So, Ladies and Gentlemen, wir haben es tatsächlich geschafft. Die Ocean Motion ist montiert. Unten im Schrank ist die entsprechende der Controller verbaut. Und jetzt greifen wir im Endeffekt auf das Modul zu. Ich nehme euch mal mit aufs Pad. So, das allererste, was wir machen müssen, wir müssen das entsprechende Netzwerk aussuchen. So, jetzt haben sich hier die Stratum wieder genommen. Und wir nehmen uns das Netzwerk, entsprechende WLAN-Passwort ist 1234567 89. Und danach müssen wir auf den Browser wechseln. So, ich habe jetzt hier dementsprechend schon die Adresse eingegeben. Das ist 192.168.4.1. Da kommt ihr auf den entsprechenden Controller. Ich aktualisiere einmal. Und jetzt habt ihr oben im Bereich den Connected stehen. Und jetzt gehen wir auf die entsprechenden Einstellungen. Da wir nur eine Ocean Motion haben, gehen wir auch nur auf den entsprechenden Bereich Ocean Motion 1. Na komm, nicht blinken. So. Und wir fangen jetzt an, die entsprechenden Positionen hier zu programmieren. Und zwar einmal müssen wir jetzt die Endposition links festgeben. Die ist im Prinzip linke Seite negativ. Wir müssen vom negativen Winkel in den positiven Winkel hier an der Anzeige gehen. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal ganz in die Ecke, weil ich möchte, dass da hinten die Ecke hier unten einmal komplett umgewirbelt wird, kurzzeitig. Gehen auf nächste Einstellung und da können wir dann entsprechend sehen, wie lange wir da verweilen wollen. Da ich das Ganze nur kurz ansteuern will, lassen wir das so, gehen zur nächsten Einstellung. Da haben wir dann die Position 1. Wir können bis zu 4 Positionen hier entsprechend einstellen. Das haben wir eben beim Probedurchlauf schon gesehen, wenn wir zu nah an den Schacht rankommen. Das wäre wahrscheinlich genau. Dann drückt die Pumpe mengenmäßig mehr Wasser in den Schacht rein. Und jetzt, hört ihr das? Geht es über den Notüberlauf. Und das ist eine Sache, die wir nicht wollen. Dann müsst ihr bei der Einstellung darauf achten, dass nach unten die Strömung nicht zu sehr auf den Schacht drückt. So, 40 Grad. Da ist es wieder ruhig. Dann sagen wir dem, er soll hier dementsprechend nicht 5 Minuten, nein. Sekunden. Geschwindigkeit hat sie jetzt eben nicht eingestellt. Wir nehmen das Kleinste von der Geschwindigkeit, damit er schnell die Positionen dementsprechend wechseln kann. Wenn wir eine konsequente Bewegung haben würden, dann wäre eine geringere Geschwindigkeit wünschenswert. Wollen wir aber nicht. Ich will nur verschiedene Positionen ansteuern, um hier dementsprechend Punkte schnell ansteuern zu können. Und dann so Sachen wie den Schacht zu beströmen. Genau. Nächste Einstellung. Ich gehe direkt jetzt hin und speichere nach jeder Einstellung. Dann haben wir das nämlich. So, die soll da unten kurz vorbei. Für 15 Sekunden. Nächste Einstellung speichern. Und ich mache jetzt die Bewegung der Pumpe aus. Dann kann man das Ganze dementsprechend besser sehen. Also man sollte beim Programmieren hingehen und den Button Ocean Motion an, aus, auf, ausstellen. Weil sonst läuft die direkt weiter und man sieht nicht genau, was im Endeffekt passiert. So, Position 1. Haben wir gesagt, das müssen die 40 Grad sein. Warten wir kurz ab, ob das von der Akustik her passt. Ihr seht auch, wir haben die Pumpe so ein kleines bisschen angeknickt. Du brauchst den gar nicht umstellen, die Milka. Der lässt da drüber im Prinzip leicht dran vorbei, das passt so. So, diese Position ist gut, die Akustik passt auch. Das heißt, wir können die Position speichern. Gehen jetzt zu der Zeit, die ich hier haben möchte. Nein, keine 5 Minuten. Doch, 5 Minuten können wir da stehen lassen.
Du kannst jetzt tatsächlich einmal 5 Minuten da stehen und in die entsprechende Richtung Strömung aufbauen. Das ist im Endeffekt dafür da, dass dann auch alles an der Stelle da hinten aufgewirbelt wird. Speichern. Können wir nicht so lassen. Könnte man nicht so lassen. Jetzt muss ich aber komplett tatsächlich nochmal zurückgehen. Weil das funktioniert so nicht. Hast du recht. Wenn ich jetzt mal durchgehen. Geschwindigkeit, Winkel 120 Grad. Und das Kabel passt auch, wenn man an der Endposition ist? Ja, das ist in Ordnung so. So, gehen wir da mal 10 Grad weniger. Und warten noch kurz. In der Position versuche ich halt so weit wie möglich hinten in die Ecke reinzukommen. Ich muss aber schon dazu sagen, anhand des Sand sieht man, wie weitreichend die Strömung auf einmal ist, weil selbst in der anderen Ecke des Beckens, wo bis jetzt eher weniger Strömung gekommen ist, ist jetzt schon auf jeden Fall was angekommen, weil der Sand sich dort auf jeden Fall schon von der Scheibe halt wegbewegt hat. Ja. Und das Affengras bewegt sich schon wesentlich mehr als sonst. Ist schon beeindruckend. Dass man eben durch die Technik, die man da jetzt eben eingebaut hat, eben bis ans andere, insbesondere hinter den Schacht kommt. Ne? Was man ja auf dem Video wahrscheinlich schlecht sieht. Weil hier ist ja quasi eine absolut tote Stelle, wo der vorher so gar nicht hingekommen ist. Passt aber jetzt zu der Akustik. Nehmen wir so, speichern wir so. Nächste Einstellung. Dann bleiben wir 5 Minuten und gehen zur nächsten Position. Winkel 0, den machen wir jetzt etwas. 20 Grad, dass man im Prinzip da vorne einmal gegen die Scheibe, das geht hier runter und geht dann hier in den Bereich rein. So, weiter geht's. Ich habe noch mal kurz einen kleinen Anruf. Feuerwehr zu Hause bleiben. Das ist jetzt die zweite Position und da müssen wir dann dementsprechend auch jetzt wieder die Zeit eingeben. Lassen wir auch wieder auf 5 Minuten. Das ist dann auch wieder das gleiche Spiel, dass ich in die Richtung wieder was aufbauen kann. Speichern das Ganze ab und gehen zur nächsten Einstellung. 3, gerade nach vorne. Wenn sie gegen die Scheibe geht, dann geht es auch nochmal so. Ja, das soll jetzt erstmal hier gegen, damit die hier unten ein bisschen mehr Strömung hinbringt. Ja, die hast du schon gespeichert, oder? Das ist. Nee, das ist die dritte Position. Aber jetzt sehen wir, jetzt hebt sich hier unten die andere etwas an. Aber daran wird sie sich gewöhnen. Das fette Vieh. Die ist gut gewachsen. Unglaublich. Ja, die ist sehr gut gewachsen, hat sehr schöne Blubbels. Heißt im Endeffekt, habe ich jetzt gehört, dass sie wahrscheinlich zu wenig Futter kriegt. Ach, die dicken Blubbels? Hm? Das ist zumindest im Stream hier beim Izzy gesagt worden vom, okay. Vom Claude selber, vom Claude Schumacher. Der war ja in dem Stream, in dem Livestream war der dabei. Und da wurde das wohl so gesagt. Ah, okay. Physikalisch würde das Sinn mehr geben, weil... Weil sie dementsprechend ihre Oberfläche vergrößert und dann dementsprechend darüber versucht, mehr Licht einzufangen. Heißt im Endeffekt, dass bei mir zu viel Licht drauf ist, weil ich keine Blubbels mehr habe. Weil ich will die eigentlich so haben, hatte die am Anfang auch so, aber musst du die verbunden. Muss ich noch dunkler stellen, dann klasse. Gut, machen wir weiter, gucken wir mal, wo wir noch verbunden sind. Sind wir. Gleiches Spiel, 5 Minuten. Damit sich hier auch wieder was aufbauen kann. Wir nehmen die Position 4 und jetzt brauchen wir im Prinzip nicht nochmal extra jetzt hier hinten rum, sondern ich würde sagen, es reicht, wenn wir hier schräg in die Scheibe gehen. Aber für weniger als für 5, oder? Ja, genau. Dann nur kurz, dann nehmen wir das Ganze als Endposition. Wir lassen dann die Position 4 unbearbeitet. Die wird dann übersprungen, wenn da also keine Zeit und kein Winkel angegeben ist und gehen zur Endposition direkt. Endposition rechts. Hier steht es auch noch auf 0. Nee, andersrum. Was will man die da auch noch eine Minute stehen lässt? Schauen wir erstmal, was das Ganze jetzt anrichtet. Ich gucke ein bisschen mit dem Kabel. Das Kabel passt soweit. Der wird jetzt hier abgesenkt. Ja, das passt so. Die Strömung geht jetzt hier gegen und drückt es einmal außen vor.
Dann lassen wir auch nochmal 5 Minuten, damit sich das Ganze aufbauen kann, also wieder ein entsprechender Radius ist. Nächste Einstellung. Futterpause. Brauchen wir nicht. So. Das passt auch soweit mit dem entsprechenden Kabel da hinten. Ja, da geht da hinten noch so richtig die Luzi ab. Ja, da kam gerade eben so beim ersten Mal beschwimmen, kam da gut, da kommen schon ein paar Zoas entgegen. Ja, die sich abgesetzt haben. Das sind dann die, die du auf jeden Fall rausziehen musst, weil die sich sonst woanders ansetzen und dann fangen die an, wie mit den Zähnen hinten sich dann an der Stelle zu verbreiten. Da muss man aufpassen, wenn ein Stein zuwachsen ist. Das ist jetzt tot, die Ecke. Ja, erstmal. Deshalb bleibt es auch nicht lange, sondern nur ein paar Sekunden. 20 Sekunden, damit sich da hinten das kurz aufbauen kann. Und dann geht der in die nächste Position. Und jetzt baut er dann im Hauptbecken wieder auf. Da fängt es wieder an. An den Glabrasens kann man das super erkennen. Ja. Weil hinten das Affenhaar ist jetzt komplett tot. Bewegt sich nämlich nicht. Ja, das wird aber jetzt mit der Position wird sich das jetzt wahrscheinlich wieder ändern. Das muss ja, braucht ja auch erstmal seine Zeit, bis die Strömung da jetzt hinkommt. Ja. Deshalb ist es halt wichtig, dass der auf verschiedenen Positionen ein Stück stehen bleibt, die Strömung in die Richtung aufbaut. Und dann ist es auch, ich sag mal, vom Vorteil, wenn man eine konsequente Strömung einstellt. Also man braucht im Prinzip diese Extras, die Pumpen heutzutage haben, mit Pulsen und mit hoch und runter, bei der Ocean Motion an sich nicht mehr. Weil jetzt gerade die Verbindung wieder verloren hat. Einmal neu verbinden. Probieren wir es. Es kann dann schon mal passieren, wenn dann andere Funksignale dazwischen kommen, dann verliert er schon mal die Verbindung. Dann einfach nur erneuern und dann wir haben wir jetzt die Strahltorn, zweimal einfach Medik. Genau, da unten ist ziemlich viel los in seinen WLAN. So. Ist hier auf jeden Fall nicht Strahlungsang? Nee, definitiv nicht. 20 Grad, 0 Grad, aber auch nochmal 0. Die Schalter. Genau, da wollte ich noch. Ja. Das läuft jetzt noch auf wie viele Sekunden? Nee, das lassen wir auch länger laufen, auch auf 5 Minuten. Und über den Deckbereich hin für 20. Genau, damit er hinten einmal kurz einmal aufwühlt und dann direkt wieder in die Endposition reingeht. Also hat der quasi jetzt eine Viertelstunde. Genau, bis der alle Positionen abgearbeitet hat. Man kann es, wie gesagt, auch konsequent machen, aber dann ist der Effekt für die Korallen dann dementsprechend nicht so groß. So, schalten wir sie an und das war's dann im Prinzip schon. Eingestellt ist er, die dreht jetzt in die erste Position. Das geht weg. Mit dem Winkel genau gespielt. Das ist nur vor dem Übergang? Das ist nur vor dem Übergang gewesen. Wenn das jetzt dauerhaft, wenn der Winkel jetzt zu stark gewesen wäre, dann wäre das jetzt dauerhaft. Den ändern wir noch eben. Noch um 1-2 Grad. Ich habe nämlich sonst heute Abend wieder eine Frau hier, die das nicht so toll findet. Was aber nachvollziehbar ist. Ja, ja, okay. Das Becken sollte nach Möglichkeit, das ist ja direkt im Schlafzimmer. Wenn es hier draußen gluckert, ist natürlich doof. Und ein neuer Abschäumer wird in Zukunft auch noch. Ja, das ist, haben wir jetzt festgestellt, die Angel war eigentlich gar nicht so laut. Gar nicht. Das, was hier wirklich relativ laut jetzt ist. Ich weiß nicht, was das ist. Ich denke, das kriegt man mit. Ja, also dieses Hintergrundrauschen, was wir hier haben, das ist tatsächlich der Abschäumer. Das ist der Marvel Magus und ja. Kann man mit leben, muss man aber nicht, genau. Gut, eingestellt ist es. Und ich möchte nochmal kurz erwähnen, da ist nämlich direkt angrenzt das Schlafzimmer. Und wir haben die Tür nachts offen. Dann hört man das natürlich an uns. Ja. Deshalb sollte nach Möglichkeit das Ganze hier so leise wie möglich gestaltet werden. Und ja, ich denke mal, da werden wir uns neu organisieren. Und das ist immer noch nicht der richtige Winkel. Obwohl.
minimalst. Hier war 50 Grad. Die 50 waren schon richtig. Von wie viel Grad auf wie viel Grad bist du jetzt gegangen? Vorher hatte ich die auf 45 Grad stehen und jetzt steht er auf 50 Grad. Nach den 15 Minuten, wenn die wieder in die Anfangsposition fällt, fährt die langsam darüber oder auch so gerade? Die fährt die Winkel dann wieder zurück. Ah, okay. Also braucht die eine halbe Stunde quasi. Bis die wieder hinten ist. Ah, okay. Also fährt die aber in der Endposition ja quasi dann 10 Minuten. Nein. Bei der Endposition auf der rechten Seite verbleibt die 5 Minuten, geht dann die entsprechend anderen Positionen wieder ab. Und hier hinten einmal 120 Grad in die Ecke haben wir gedreht. Da ist halt nur 20 Sekunden. Okay. Und dann dreht die wieder auf die 45 Grad in die erste Position zurück. Aber man kann gut erkennen, jetzt auch an den Schwebeteilchen im Wasser, dass da auf jeden Fall Strömung jetzt Ecken erreicht, die vorher noch gar nicht so beblasen worden sind. Wobei man das tatsächlich sagen muss, dass es jetzt hier echt wenig drin. Also als ich die bei mir installiert habe in dem Reefer und habe die Pumpen angeschmissen und die sind dann einmal rumgegangen, dann war das ganze Becken weiß. Mhm. Weil der wirklich da richtig Positionen angefahren hat, wo noch die Strömung hingekommen ist. Aber man sieht aber auch schön, wie die Fische jetzt gerade in Bewegung sind, um sich in die Strömung zu stellen. Ne? Die Kavern ist hier, die Grundeln. Man kann es gerade erkennen, dass die Strömung hier oben zur Scheibe kommt und dann natürlich nach unten hinweg bricht. Richtig. Ja. Und die Kavernis, gerade hier die Grundeln, haben ja hier hinten auf der rechten Seite ihren Eingang, wo sie immer reingehen. Und das ist natürlich dann jetzt ungewohnt, wenn die Strömung sich dann für die Tiere geändert hat. Aber so kriegt man dann tatsächlich Bewegung ins Becken, ein bisschen Dynamik ins Becken rein. Die Korallen werden von unterschiedlichen Seiten her beströmt. Und das ist ja genau das, was wir im Endeffekt mit der Ocean Motion erreichen wollen. Ist auf jeden Fall mal super interessant, das auch mal nicht nur theoretisch zu wissen, sondern einfach auch mal so praktisch zu sehen. Ja. Und die Position da hinten ist definitiv auch sehr gut. Da kannst du dann jetzt auch, sag mal, schön drumherum bauen, wenn du dann jetzt deine Abdeckung bestellst. Richtig. Und das ist halt der Optik wegen, ist das schon echt cool. Ja, wenn es hier an der Seite gewesen wäre, damit wir da hinten in die Ecke kommen. Wobei tatsächlich die Grundeln, also hier springt und fleucht ja auch nichts. Also ich weiß nicht, ob ich mir da jetzt noch die Abdeckung bestelle. Geht es hier im Endeffekt aber auch um die Verdunstung, aber du hast ja jetzt hier bisher keine Probleme drin. Ich meine, das sieht, komm mal hier, man sieht es richtig geil durch die Schiebetasche, wie die sich jetzt hier gerade. Ja, genau. Die gehen gerade richtig rüber, wird hier runtergedrückt. In einem komplett anderen Bereich. So soll es sein. Cool. Gehen wir nochmal zurück. So, wieder im Wohnzimmer. Haben wir viel geschafft heute. Ja, das stimmt wohl. Ocean Motion ist installiert. Also wichtig ist, dass halt die Halterung oben auch, wie gerade eben, handfest angezogen wird. Nicht zu viel Druck auf die Schrauben ausüben, weil, wie gesagt, man hat Kunststoff. Ja, genau, Kunststoffschrauben. Die können dann schon mal die anderen Gewinde, die dann hinten drin sind, die könnten beschädigt werden. Also es muss handfest sein, sodass die Pumpe fest ist. Natürlich, wenn man jetzt größere Pumpen hat, dann muss man ein kleines bisschen, ja, einen kleinen Tacken mehr. Je nachdem, wenn man eine Panterreine unten dran hängt, die hat natürlich direkt richtig viel Saft. Aber wir haben jetzt hier, was war das, die Smart Drift. Die Smart Drift, die mittlere ist das, ne? 7.1, genau. Und bei der geht das dann so. Ja. Und dadurch, dass wir die halt noch ein Stückchen jetzt nach vorne geholt haben, kommen wir auch so ein kleines bisschen um die Ecke. Und die Strömung ist schon cool eingestellt. Also man hat direkt gesehen, dass die auch die Fische, wie eben schon gesagt, sich dann auch mal neu orientieren müssen und nicht immer das gleiche Strömungsbild haben. Das bringt dann auch nochmal Abwechslung rein. Und alles in allem habe ich jetzt aber noch eine Kleinigkeit für dich. Und zwar habt ihr auch schon gesehen, hatte ich euch vorgestellt, dieses wunderschöne Ding hier, das ist im Prinzip genau das Gegenstück für die Tunse-Magneten hier, die Floaties. Sieht von außen relativ unschön aus. Normalerweise sind hier auch noch die Klammern, die habe ich ja schon entfernt, die hier unten drin sitzen. Und ja, das ist mir von der Firma Tunse zugeschickt worden, weil ich damals ja auch einen entsprechenden Magnet hatte. Allerdings habe ich ihn im Moment jetzt nicht mehr, weil ich den bei meinem Acryl-Aquarium nicht mehr nutzen kann. Deshalb gebe ich das jetzt hier weiter. Und der wird einfach nur aufgesetzt, der hat hier oben entsprechende Magneten drin.
Und da muss man dann auch schauen, dass die dementsprechend richtig rum angebracht sind, weil andersrum, hatten wir nämlich eben gehabt, hält der nicht richtig. Also darauf achten, die entsprechende Ausrichtung und dass der andere dann entsprechend auch ausgerichtet ist. So sieht das dann aus. Jetzt könnte man noch hingehen und hier die Kappen, gibt es auch noch andere Farben. Müsste ich mal zu Hause gucken, ob ich die noch irgendwo habe. Das würde dann farblich dann dazu passen. Aber so sieht es richtig edel aus im Vergleich zu dem hier. Und den möchte ich dir vermachen. Dankeschön. Bitteschön. Ja, Ocean Motion montiert, Lampe ist drüber, Magnet ist hübsch. Jetzt kann es anfangen zu wachsen. Ja, und damit es ja jetzt überhaupt anfangen kann, wirklich zu wachsen, haben wir ja das Zink rausgeholt. Genau. Da haben wir dann dementsprechend jetzt auch noch eine neue ICP gemacht. Genau. Und die hattest du mir geschickt, ne? Genau. Ich hab's aber. Genau, blende ich euch mal eben mit ein. Ich glaube, du musst ja nicht wieder so lange suchen wie. Ja, so, Dokumente. Da ist er. Mal schauen. Da sind wir jetzt tatsächlich durch den Wasserwechsel oder durch zwei Wasserwechsel haben wir jetzt ja, gemacht. Ja, ne? Also es wurde ja empfohlen, ein Wasserwechsel von 140 Litern zu machen. Ich weiß nicht. 20% dreimal hintereinander wurde empfohlen, wenn mich ja, alles so. Täuscht. Ja. Wir haben aber tatsächlich jetzt im Endeffekt durch die zweimaligen Wasserwechsel sind wir jetzt schon auf dem Wert von 3,5, wo 2,0 empfohlen ist. Also wir sind nur 1,4 drüber. Das könnte man jetzt durch einen weiteren Wasserwechsel noch weiter runterkriegen, aber dieser Wert von 3,5 ist tatsächlich uninteressant bzw. unkritisch. Alles, was über 10 ist, wird interessant. Da sind wir jetzt nicht. Und wir glauben im Endeffekt auch herausgefunden zu haben, wo es hergekommen ist. Nämlich das Frostfutter. Genau. Meine Frau und ich hatten quasi bis zur ersten ICP, bis wir das dann angefangen haben zu analysieren, haben wir ja die Anemone immer mit einem Würfel Frostfutter gefüttert. Ungewaschen. Muss man dazu sagen, ja, genau. Direkt rein. Das ist natürlich extrem, ja, man weiß nie, wie im Endeffekt das Futter hergestellt wird, welche Stationen hat es durchgemacht, wie wird es gelagert und. Es gibt viele Faktoren, die durch Frostfutter dementsprechend eingetragen werden können und die man halt durch Auswaschen im Endeffekt sofort wieder rausträgt. Und das haben wir jetzt eben gesehen. Ja. Genau das war es im Endeffekt, dass halt durch das Futter, das eingetragen wurde, Futter auswaschen, dann wird nicht nur das Phosphat rausgespült, sondern auch Schadstoffe, die halt nicht reingehören. Was wir jetzt noch hatten hier war, glaube ich, Mangan. Wo sind die Empfehlungen? Gehen wir da direkt hin. Da haben wir sie. Genau, Mangan hat noch gefehlt, da hast du noch nicht nachdosiert. Und die üblichen verdächtigen Jod, da müssen wir dann mal schauen, ob wir da nicht irgendwie eine Regelung finden, dass du das regelmäßig ein Tröpfchen oder so reinpackst oder direkt dann mit in die Essentials rein, wenn wir dann den entsprechenden Dauerverbrauch haben. Dann gibt es dann auch eine Möglichkeit, bei ATI sich mal eben zu melden und zu sagen, pass mal auf, ich habe jetzt zwischen dem und dem Zeitraum ist das Jod soweit abgefallen, wie kann ich das hochkriegen? Und dann kann man sich dann dementsprechend die Menge in das entsprechende Behältnis, ich glaube 1 oder 2, wird einem dann gesagt, mit reinpacken. Und dann ist der Jodwert von vornherein durch die Dosierung abgedeckt. Ja. So ist der Plan. Man kann es natürlich auch händisch machen. Also immer mal ein bisschen rein. Weil Jod wird ja grundsätzlich, haben wir ja mittlerweile gelernt, nicht durch die Aktivkohle rausgeholt, sondern im Endeffekt durchs Licht aufgebrochen und verbraucht bzw. ja, entfernt. Und das ist dann bei lichtintensiven Becken, wie wir es jetzt dann hier auch haben, ein Grund, warum das Jod ständig ausfällt, beziehungsweise nicht mehr in der ausreichenden Menge da ist. Wir haben jetzt hier, wo haben wir das Jod? Da haben wir es. Wir sind jetzt bei ja, knapp bei der Hälfte, also 30,36 von einem Idealwert von 67. Es ist auf jeden Fall Jod da, aber nicht in der entsprechenden Menge. Also nicht wirklich kritisch, wenn es jetzt ganz weg wäre, überhaupt nicht da oder ganz sehr, noch sehr viel weniger, dann wäre es kritisch, dann würden auch die Korallen darauf sehr schnell reagieren. Aber es ist da, also müssen wir schauen, dass wir so ein kleines bisschen nachziehen und dann passt das. Ja. Aber alles in allem waren das jetzt 92%. Ja. Das ist für das Becken absolut optimal. Ich
habe es in 97 geschafft. Gestern hat Thomas noch bei Facebook gepostet, 99%, der Streber. von hier aus schöne Grüße, Thomas. Ja, passt also soweit. Also es sind keine großartigen Sachen, die jetzt da halt fehlen. Nichts, was wir jetzt an Schadstoffen drin haben. Das heißt, es kann jetzt mit dem richtigen Licht, mit der richtigen Strömung, kann es jetzt richtig abgehen. Hoffen wir mal. Oh, volles Knopf. Wird schon schief gehen. Ja. Wir haben ja gemerkt, es lag am Licht. Ja, lange Rede, kurzer Sinn, mal wieder. ECP ist gut, Wasserwechsel hat geholfen, wir haben die Quelle gefunden. Das ist natürlich immer wichtig, dass wenn man irgendwas einträgt, dass man dann auch die Quelle findet. Und dann muss es dann halt nach einem Ausschlussverfahren gehen. Gut, ja, dann würde ich sagen, sind wir für heute durch. Danke nochmal. Bitteschön. Sieht dann jetzt auch hübsch aus. Und ja, wir sehen uns dann im nächsten Video. Überlegen wir uns dann mal, was dann noch kommt. Vielleicht dann der neue Abschirmer oder was auch immer. Wir haben ja jetzt noch ein bisschen Zeit. Vielleicht auch einfach mal ein Update, wie das ganze System jetzt dann nach ein paar Wochen laufen funktioniert, ob was gewachsen ist, wie der Verbrauch aussieht. Genau. Und wenn ihr da draußen noch irgendwas genaueres wissen wollt, was wir vielleicht im Moment noch nicht behandelt haben, schreibt es ruhig runter in die Kommentare, damit wir uns darum kümmern können. Genau. In diesem Sinne würde ich sagen, schönen Tag, Abend oder Nacht oder wann auch immer ihr dieses Video schaut. Bis zum nächsten Mal. Wir zählen auf euch. Ciao. Ciao.